Beim Vermögensaufbau setzen viele Deutsche auf die Lebensversicherung, aufs Sparbuch oder das Festgeldkonto. Aktien oder auch Fonds spielen meist keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Mit Blick auf die Börsenentwicklung der vergangenen Jahre und Jahrzehnte ging dadurch eine Menge Rendite verloren. Und genau das ist unser Thema jetzt hier mit Sven Gundermann, Geschäftsführer der Taunus Investments GmbH, auf dem Fondskongress in Mannheim. Danke für Ihre Zeit. Ja, was macht denn die Aktie so wichtig beim Vermögensaufbau? Wie sehen denn da Ihre Erfahrungen aus? Also ich glaube, die Erfahrungen der Kunden haben sich in den letzten Jahren gewandelt, dahingehend, dass man früher das Sparbuch, Festgelder oder auch festverzinsliche Anlagen machen konnte, aber jetzt die letzten Jahre natürlich die Zinsen immer weiter nach unten gegangen sind und jetzt schon jahrelang und vermutlich auch eine lange Zeit noch keinen Zins mehr erhalten. Damit ist so das übliche Thema für die Investoren weggefallen und nun kommt die Aktie ins Spiel. Und wenn man hier mal den langfristigen Anlagezeitraum betrachtet, war das eigentlich immer die beste Kapitalanlage, die man machen konnte. Nur wollten die Kunden diese Schwankungen der Aktien weniger haben und kommen jetzt immer mehr dazu, auch zu sagen, okay, ich brauche eine Alternative, weil auf dem Konto bekomme ich keinen Zins mehr. Sie bieten ja nicht nur eine klassische Vermögensverwaltung an, sondern auch eine Fondsvermögensverwaltung, wie es so schön heißt. Was raten Sie denn Ihren Kunden in diesen Zeiten, also in Zeiten, wo die Börsen ja auf Allzeithochs stehen, egal ob man nach Amerika oder auch nach Deutschland schaut? Gut, Allzeithoch hat man natürlich schon in den letzten Jahren sehr viele. Das wird auch vermutlich immer weitergehen. Dennoch muss das Risiko zum Kunden passen. Also es ist sehr unterschiedlich. Wir bieten auch verschiedene Strategien an. Ich kann nicht dem Kunden, der jahrelang nur Festgelderfahrungen gemacht hat, plötzlich ein 100%iges Aktiendepot anbieten. Und ich glaube, ganz wichtig ist der Zeitraum, den die Kunden zur Verfügung haben. Wenn es wirklich für einen jungen Menschen heute für die Altersvorsorge ist, dann ist das eigentlich weniger ein Problem. Aber andere Kunden, wo es um größere Vermögen natürlich dann auch geht, dass die Schwankungen nicht allzu groß werden, da muss man im individuellen Gespräch mit dem Kunden auch den richtigen Ansatz finden. Ich merke es immer wieder hier auch auf dem Fondskongress oder auch bei anderen Veranstaltungen, dass oft die Frage nach dem Zeitpunkt kommt. Wie wichtig ist der oder auch wie unwichtig ist der, Herr Gundermann? Ich glaube, der Zeitpunkt ist mehr ein psychologischer Faktor, dass auch heute die Kunden glauben, wir sind auf einem sehr hohen Niveau, jetzt warte ich mal ab. Aber sie warten eigentlich schon 5 Jahre ab, weil wir haben die letzten 5 Jahre immer höhere Niveaus erreicht. Und es wird vermutlich auch so weitergehen. Für mich ist deswegen gar nicht so der Zeitpunkt, sondern eher der Zeitraum, der mir zur Verfügung steht, das Wichtige in der Anlage. Und je länger ich mein Kapital nicht benötige, umso höher kann die Aktienquote sein. Mein Eindruck ist immer wieder, dass viele Menschen, die durchaus auch auf die Aktie schielen, auf die Performance schielen, also sprich auch auf das, was der DAX insgesamt macht. Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht die Dividende, also die jährliche Ausschüttung für die Gesamtperformance, die ja oft meist untergeht? Ja, also ich glaube, ganz wichtig, dass man die Dividende natürlich mit betrachtet. Auch im DAX wird die Dividende eingerechnet. Deswegen wird der DAX weiter steigen. Selbst wenn alle Aktien per heute im Kurs eingefroren werden, ist der DAX in 5 Jahren aufgrund der Dividende deutlich höher als heute. Wir sprechen von Dividendenrenditen von 2,5 bis 3%. Das ist also deutlich mehr, als für festverzinsliche Anlagen bekomme. Und da muss man ganz klar sagen, dass die Dividende ein wichtiger Faktor spielt, man aber auch die Kurse der Aktien sehen muss. Und ich glaube, und das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, was ich in meinen Kundengesprächen immer wieder erlebe, von Kunden, die noch wenig Aktienerfahrung haben, man muss natürlich auch breit streuen. Also wer zum Beispiel in der Telekom-Emission seine Erfahrung gemacht hat und gesehen hat, dass diese Aktie eigentlich immer noch deutlich von den Preisen von früher entfernt ist, da gilt es Aufbauarbeit zu leisten, zu sagen, hier breite Streuung, wenn man den DAX nimmt mit den 30 größten Kapitalanlagegesellschaften, ist es die eine, aber dann gibt es natürlich noch Europa, es gibt Amerika, es gibt Asien und wir versuchen natürlich, und das ist das Kerngeschäft einer Vermögensverwaltung, das Kapital nicht auf eine Aktie zu begrenzen, auch nicht auf eine Region, sondern das breit gestreut in vernünftigen Titeln anzulegen. Und da spielt auch die Dividende schon eine Rolle. Aber man kann durchaus auch Aktien erwerben, die jetzt mehr Kursgewinne versuchen zu fabrizieren. Amazon hat zum Beispiel noch nie Dividende gezahlt, ist eine der besten Aktien. Umgekehrt gibt es Unternehmen, die 3-4% kontinuierlich zahlen oder die Ölwerte wie eine Royal Dutch, eine Total, habe ich Dividendenrenditen von 5%. Da kommt es vielleicht weniger auf die Steigerung der Aktie an. Das passiert langsam, aber es passiert dennoch. Trotzdem bekomme ich jedes Jahr eine Ausschüttung von gut 5% auf mein Konto überwiesen. Und das macht auf lange Sicht einen unheimlichen Anstieg der Vermögenswerte aus. Wir haben Nullzinsen, Negativzinsen und manch einer Ihrer Kollegen geht so weit und sagt, Dividende sei der bessere Zins. Gehen Sie auch so weit? Jein. Also die Dividende ist bei heute vielleicht der bessere Zins. Dennoch
ist bei Anleihen die Schwankung vielleicht etwas geringer, als man es bei den Aktien hat. Also wer das jetzt wirklich auf einen längeren Zeitraum sieht, und es gibt auch Unternehmen, die seit 25 Jahren die Dividende nicht gekürzt haben, sondern sie jährlich erhöhen, da kann man vielleicht auch davon sprechen, dass die Dividende der bessere Zins ist. Dennoch muss man auch hier fairerweise sagen, dass Aktien in ihrem Schwankungspensum größer sind, als es Anleihen waren. Wobei ich auch hier warnen würde, wer heute eine 10-jährige Anleihe mit einem Zins von 1% hat, auch diese Anleihe kann während der Laufzeit mal kräftig unter Druck kommen, wenn die Zinsen auch mal wieder anfangen zu steigen. Dennoch darf man dem Kunden, also man muss es ihm im Gespräch erläutern, nicht vermitteln, dass das eine risikolose Anlage ist, wo ich bei der Aktie 5% Dividende jährlich bekomme. Weil wenn er dann hinschaut, hat 100.000 Euro angelegt und sind plötzlich nur noch 90.000 im Depot, dann nutzen auch 5% Dividende kurzfristig nichts. Auf lange Sicht wird das natürlich dann auch wieder ausgeglichen über die Dividendenzahlung, die ich habe. Wenn der Kurs dann noch dementsprechend niedrig sein sollte. Abschließend die Frage, ähnliches Denkmodell beim Festgeld, das nutzen ja viele Menschen, weil es auch vermeintlich sicher ist und sicherer als Aktien, weil Aktien ja auch deutlich schwanken können. Warum könnte sich das als Trugschluss erweisen? Also hier sehe ich ganz klar zwei Risiken. Eins nenne ich jetzt mal das Luxusproblem, das ist für die Kunden, die mehr als 100.000 Euro haben, weil das nur die Einlagensicherung ist. Also wer heute 1 Million auf einem Festgeldkonto liegen hat, was durchaus zu unserem Kundenkreis auch passt, dann habe ich natürlich das Problem, wenn die Bank in Schwierigkeiten kommt, dass die gesetzliche Rückzahlungsbegrenzung nur bei 100.000 Euro ist. Ich denke nicht, dass wir in Deutschland diese Probleme bekommen werden, aber es ist im Moment auch die europäische Einlagensicherung im Gespräch. Also das Thema darf man zumindest nicht ausblenden, man muss es beachten. Viel wichtiger, und das betrifft eigentlich jemand oder jeden, wenn Sie 10 Jahre Festgeld haben und nehmen Sie nur mal 1% Zins, dann haben Sie in 10 Jahren aus 100.000 Euro, Zins und Zins ist Zins mal weggelassen, 110.000 Euro. Die Kaufkraft, also der Verlust über die Inflation, ist deutlich höher. Ich weiß also, dass ich in 10 Jahren eigentlich real gesehen weniger Geld habe als heute. Und das ist bei Aktien anders. Und wenn man sieht, seit 1949 gibt es vom Deutschen Aktieninstitut ein Renditedreieck über längere Zeiträume. Auf 10 Jahre Sicht gab es nur einen Zeitraum, auf dem man mal Geld hat verlieren können, aber ganz minimal. Und wichtig ist einfach, nach einem Rückgang mal diese Coolness zu haben, dabei zu bleiben, auch auf die Bewertung zu schauen. Es wird vielleicht auch in diesem Jahr Rückschläge geben, aber die Aktien sind nicht teuer. Anders als im Jahr 2000, als wir wahnsinnige Bewertungen hatten, sind die Aktienunternehmen heute sehr, sehr gut positioniert, die Dividenden werden erhöht. Also ich glaube, da muss der Kunde einfach seine Lernkurve noch haben, dass er diese Rückgänge auch mal einfach ein bisschen relaxter sieht und seinen Zeitraum nicht aus dem Auge verliert. Und wenn er 10 Jahre das Geld zur Verfügung hat, dann würde man vermutlich wieder an die 5-7%, die es immer gab, im 10-Jahres-Zeitraum auch rankommen. Und dann ist das Vermögen vermehrt, während es auf dem Festgeld definitiv in 10 Jahren weniger ist als heute. Gut, dass wir das mal klargestellt haben hier auf dem Fondskongress in Mannheim. Also Aktien und Fonds unbedingt in den Vermögensaufbau mit einplanen und vor allen Dingen langfristig planen. Das sagt Sven Gundermann, Geschäftsführer der Taunus Investment GmbH. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Gerne.